Ich bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißt du? Alice. Alice, wo kommst du her? Ich komme aus Österreich. Aus Österreich, erste Mal hier? Nein. Wie oft warst du hier? Oh, ich weiß es gar nicht genau, wahrscheinlich ungefähr das 20. Mal. Kann man in deinen Augen sehen. Danke. Wirklich unglaublich. Und warum kommst du immer wieder her? Weil es einfach der Ort ist, wo ich pure Friede, Liebe und Geborgenheit finde. Und aktuell einfach, um einfach ganzen Lasten abzulassen und komplett frei zu werden und wieder Leichtigkeit für den Alltag zu finden. Und wann hast du das erste Mal von Medjugorje gehört? Was hast du gedacht damals, als du davon gehört hast? Ich bin mit meiner Familie mitgekommen, weil ich war ein Kind. Mhm. Ich war 5 oder so und mich haben eigentlich die Steine am meisten fasziniert. Und das Wetter, ja. Und das Wetter, das schöne Wetter hier. Mhm. Und gehst du beichten? Ja. Hast keine Angst, beichten zu machen? Nein. Was würdest du den Leuten sagen? Es gibt viele, die haben Angst. Was denkt der Priester, wo ich da jetzt hingehen? Oh, ich glaube, der Priester, um den geht es gar nicht. Es geht um dich und es geht um Jesus und es geht darum, dass du einfach alles, was du an Mist gebaut hast, ablegen darfst zu den Füßen Jesu. Und er vergibt dir und er nimmt all die Schuld von dir. Ja. Warum? Nicht. Ja, warum? Es ist ein guter Ankerpunkt und dann bete ich nicht allein. Es sind die Worte der Bibel, es ist der Heilige Geist mit mir und es ist Maria mit mir, die mich ins Gebet führt. Und was willst du Leuten sagen? Es gibt viele, die glauben nicht an Gott. Was ist die Schönheit von Gott, dem Vater? Wie willst du den beschreiben für Leute, die vielleicht jetzt nicht kennen, nicht mal katholisch sind oder wütend auf Gott sind? Oder? Für mich ist es der, der mich wirklich durch und durch kennt. Der weiß, was für mich am besten ist und der mir auch hilft, über mich herauszuwachsen, eine bessere Version von mir selber zu werden. Und er führt und leitet und er ist so wie einfach der Papa, der da ist. Oder der Papa, den viele vielleicht auch nicht gehabt haben. Wunderschön. Und was ist für dich die Schöne von deinem katholischen Glauben? Katholischer Glaube. Ich bin ein Fan von den Sakramenten und vor allem, also Heilige Messe, die einfach wirklich in die Tiefe führen kann oder die einfach mein Herz öffnen kann für Gott und die Gegenwart Gottes und auch die Anbetung, wo ich einen Ort habe, wo ich hingehen kann, wo ich sehen kann, dass Gott da ist. Auch wenn es vom Kopf und vom Verstand her nicht ist, dann kann ich trotzdem wissen, er ist da. Und im Herzen spüren, dass er da ist, ja. Mhm. Und ja, nicht immer, aber oft merke ich auch die Veränderung, die dabei passiert. In welcher Weise kannst du es beschreiben, was da passiert? Es ist oft so wie ein Perspektivenwechsel. Einfach mal, ich komme hin mit all den To-Dos des Tages und dort ist oft einfach so ein Moment der Ehrlichkeit, ein Moment, der auch zum Heil führt und wo ich einen neuen Fokus kriege auf das, was wirklich wichtig ist. Und ja, das ist befreiend und gibt neue Kraft. Genau. Und würdest du, Jesus sagt, er gibt die vollkommene Freude. Spürst du ja, das? Ja, oft. Wie kannst du das Leuten erklären? Alle suchen die vollkommene Freude. Das kann ich gar nicht erklären, aber ich weiß, ich habe noch nie diese Art von Freude erlebt, wie ich sie in Gebetszeiten oder in der Gemeinschaft mit anderen, auch ganz viel Gemeinschaft mit anderen, ja, finde. Ja. Und genau, Jesus sagt, als er gegangen ist, hat er gesagt, ihr geht raus und erzählt davon. Wie machst du das? Oder kannst du Leute inspirieren, wie man es anderen weitergeben kann? Wie mache ich das? Ich mag das sehr gern, dann einfach auf den Heiligen Geist zu hören. Und ich muss sagen, ganz oft habe ich einfach den Mut von anderen gebraucht, die mich motiviert haben, mitzugeben und dann einfach so, wie wir auch im Kleinen für andere Leute beten, auch für Leute auf der Straße zu beten. Für die Leute, wo wir einfach den Eindruck haben, die könnten das brauchen, dass man einfach anbietet sein Gebet oder einfach nachfragt, geht es dir nicht gut, warum geht es dir nicht gut oder du schaust traurig aus, kann ich dir helfen? So. Und du sagst, man muss sagen, du hörst auf den Heiligen Geist, was er dir sagt. Wie kannst du das jemandem erklären, der das nicht kennt, den Prozess? Wie kann man den erfahren, wie kann man den hören? Ich finde, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist eine Sache des Kennenlernens. Also ich bin auch jetzt rückblickend drauf gekommen, dass ich
die Stimme Gottes schon viel früher in meinem Leben gehört habe, aber nicht erkannt habe. Mhm. Und ich glaube, wenn man einfach im Allgemeinen Gott sucht, eben im Gebet, im Glaubensleben, im Besuch der Heiligen Messe, vielleicht Exerzitien, ganz viel auch Leuten zuhören, die Gott besser kennen, Bibel lesen, Bücher lesen und so, da lernt man Gottes Stimme kennen und vor allem die Art und Weise, wie Gott zu dir selber spricht. Das kann sein, indem man einfach Worte hört, so wie man Gedanken hört, Bilder hat, wie man Gedanken hat, Erinnerungen hat oder sowas. Wenn du plötzlich so vielleicht ein Lied auf dem Herzen hast und du hast schon länger nicht mehr dran gedacht, hey, dann kann es sein, dass das vom Heiligen Geist kommt. Und noch dazu, wenn es irgendwie zum Kontext passt, wenn es zu dem passt, was rundherum passiert, dann kann man ja einfach mal vorannehmen, dass es die Stimme Gottes war. Und dann kann man es aber auch prüfen. Wunderschön. Und was würdest du so Leuten sagen? Warum sollen die vielleicht mal nach Medjugorje kommen? Einfach, weil es großartig ist und weil es deiner Seele gut tun wird, einfach mal vollen Frieden zu finden. Wer braucht nicht Frieden? Danke. Königin des Friedens. Ja. Danke für das schöne Interview. Danke dir.